Einstellungen vorgenommen sind, können wir jetzt in der Kabine weitermachen. Dazu als allererstes mal den Korntank öffnen und den zweiten Gang vorwählen. Wir gehen mal alles durch jetzt und zwar auch die Dokumentation. GreenStar, Lenksystem aktivieren, dadurch kommen die ganzen Sachen mit dazu. Dokumentation mit reinnehmen und wenn wir jetzt einen neuen Schlag haben, Vermessung annehmen. So, der Betrieb und jetzt den Schlag. Neu annehmen. Dann gehe ich hier weiter, klicke mich durch. Das sind die mähdrische Einstellungen. Die sind, haben wir nicht verändert, sind immer gleich. Genauso für das Schneidwerk. Dann ändern wir die Fruchtart und zwar auf Roggen. Sorte ist Santini wie der andere und wir legen Stroh ab, stellen auf Schwaden, annehmen. Weiter geht's im Programm. Lenksystem lasse ich erstmal aus, stelle ich nachher ein. Jetzt fahren wir erstmal rum. Das sind nur noch Verschiebungen, brauchen wir nicht zu einstellen. Und jetzt geht's los mit dem Vermessen des Schlages. Hierzu der Abstand von der Grenze kann man einmal einstellen, mähdrischer, links, rechts oder eben Schneidwerk. Wir machen Schneidwerk und zur rechten Seite von der Mitte sind es 3,35 Meter. So, und wenn wir hier sind, kann es eigentlich losgehen. Hier das Dreschwerk ein. Beim Einschalten achte ich auf mögliche Geräusche oder ob was Ungewöhnliches wahrnehmbar ist. Wenn nicht, das Schneidwerk dazu. So, das ist jetzt der Selbsttest. Dazu Vollgas geben. Das Schneidwerk hat einen variablen Tisch und damit die Haspel bei jeder Tischlänge so nah wie möglich an den Messerbalken herankommt, aber eben nicht rein schlittert, machen wir jetzt diesen Selbsttest. So, Selbsttest bestanden. Fertig. So, wenn soweit alles läuft, geht's los. Ich habe hier auf meinem Joystick auf Taste 2 bestimmte Einstellungen des Schneidwerks voreingespeichert. So, jetzt hier noch Aufnahme auf Play drücken und dann startet auch schon die Vermessung. Und dann versuchen wir ein bisschen auf Fahrgeschwindigkeit zu kommen, damit das hier auch halbwegs ins Schneidwerk reinrutscht. Der Bestand ist dieses Jahr sehr dünn. Wir hatten eine sehr ausgeprägte Frühjahrstrockenheit, um nicht zu sagen die schlimmste, seitdem wir wirtschaften. Vielleicht so ein paar Sachen zum Schneidwerk. Hier auf meinem Joystick kann ich die Haspel hoch und runter bzw. rein und rausfahren. Ich führe die Haspel immer so, dass ich gerade die Ähren berühre, nicht zu tief. Ansonsten können Ähren herausgezogen werden, weil sie hängen bleiben an der Haspel. Und die machen dann eine Runde mit in der Haspel und fallen dann senkrecht auf den Boden und sind einfach Verluste. Ansonsten gibt es dann noch die Tischlänge, die habe ich hier hinter dem Joystick. Wenn ich jetzt hier mal drauf drücke, seht ihr hier die Position des Messerbalkens. Der Tisch ist immer so einzustellen, dass die Ähren mit dem Kopf vor die Schnecke fallen. Wenn der Tisch zu kurz ist, bilden sich sozusagen Sträuße vor der Schnecke, was zu ungleichmäßiger Beschickung führt und zu Verwirbelungen. Und wenn der Tisch zu lang ist, kann es dazu kommen, dass die Schnecke das Erntegut nicht erfasst. Somit bildet sich wieder auf dem Tisch eine Matte und kommt dann auch wieder als ja, in einem Ruck zur Maschine und das kostet Leistung und auch Verluste. So, dann lässt sich hier noch die Haspelgeschwindigkeit einstellen. Es gibt zwei verschiedene Modi, die Haspel zu fahren. Einmal geschwindigkeitsabhängig, dann wird sie von alleine schneller oder manuell, dann muss ich die Geschwindigkeit eben selber permanent anpassen. Ich persönlich fahre am liebsten automatisch, so dass sich die Haspel der Geschwindigkeit, der Fahrgeschwindigkeit anpasst. Und hier sieht man natürlich schön die Funktion der Haspel. Kippt das Getreide rein. Herrlich, so muss das aussehen. Wenn ihr das erste Mal rumfahrt, denkt auch dran, das Schneidwerk nicht gleich zu tief zu führen. Wenn da irgendwas liegt, öfter schmeißen Leute mal was an den Feldrand oder hier fällt ein Ast oder irgendwas runter. Da ärgert ihr euch nur. Also auf das bisschen Strom muss man dann meiner Meinung nach immer verzichten.
um zu gewährleisten, dass die Maschine nicht kaputt geht, irgendwo Schaden nimmt. So, fertig. Position 1 drücken und Stopp. Annehmen. So ist der Schlag fertig. Ich roll noch ein bisschen aus, damit das Schwarz, das Stroh, was hinten aus der Maschine kommt, Zeit hat, da schön in einem Strang rauszufallen. Dann geht es weiter mit dem Setup. Und noch einen, fertig. Annehmen. So, der Schlag ist erstellt. Dann gehe ich zurück auf meine Grundeinstellung. Wir haben jetzt hier im Schnitt 14,5% Feuchte gehabt, optimal. Im Durchschnitt 2 Tonnen, das ist leider der Trockenheit geschuldet. Angepeilt waren zwischen 5 und 6 Tonnen auf dem Standort hier. Aber die wirklich extreme Frühjahrstrockenheit dieses Jahr hat dazu geführt, dass da jetzt bloß 2 Tonnen mehr rausgekommen sind. Es wird also noch sehr spannend für uns, wie wir aus diesem Jahr rauskommen, weil das ist wirklich sehr hart. So, da ich jetzt einmal rumgefahren bin, habe ich einen guten Überblick über das Feld bekommen. Und wir haben hier hinten doch noch eine feuchtere Stelle drin. Und dann mache ich das jetzt einfach so, wenn ich jetzt schon sehe, die Stängel werden etwas grüner, schneide ich von vornherein etwas höher. Umso tiefer der Stängel, umso grüner ist das Getreide und umso schwerer hat es die Maschine mit dem Austrusch. Und jetzt fahre ich noch so weit hier an die Stelle dann ran, bis mir hier meine Feuchtigkeitsanzeige, ja, jetzt sind wir an die 20% und dann höre ich auf. So, das hebe ich mir dann entweder auf für einen ganz anderen Tag oder probiere es am späten Abend nochmal, am späten Nachmittag. Jetzt fahren wir hier einfach mal stumpf rein, versuchen dieses Loch zu umkreisen. Scheint hier auch noch zu feucht zu sein. Aber ich mache jetzt hier erstmal einen Durchbruch. Also da sieht man gleich die Bodenunterschiede. Und das entscheidet dann doch über Art. Hat 7 Tonnen, meine Herren. Gut, jetzt sind natürlich noch über 20% feuchter, aber so unterschiedlich kann das sein. Der Boden wieder etwas schlechter und wir gehen sofort von eben noch 7 Tonnen pro Hektar auf 1 Tonne runter und nur noch 11% Feuchtigkeit. Also das ist wirklich der helle Wahnsinn, was der Boden für einen Unterschied machen kann. Gerade bei diesen Wetterextremen. Inzwischen habe ich mir eine Autotrack-Spur angelegt. Ich mache es mal einfach schnell nochmal. Auf Spur 0 definieren. Ich gebe entweder eine neue Spur ein oder nicht. Und dann würde ich einmal, wenn ich unten am Schlag anfange, A definieren. Dann fahre ich ans andere Feldende, definiere B, annehmen, fertig. Unser Verlustniveau einmal hier die 7 ist voll in Ordnung. Und Schüttler funktioniert auch gut. Und das ist die Überkehr, sollte auch nicht zu sehr belastet werden. Und dann kann man hier auch bequem 6-7 km/h fahren unter diesen Bedingungen. Wahrscheinlich noch mehr, aber ja, wenn ihr dann natürlich auf die reine Korndurchsatzleistung guckt, ist sie natürlich überhaupt nicht überragend, aber entscheidend für die Mähdruschleistung, was sie beeinflusst, ist das Gesamtmaterial, was da durchgeht. Und wenn ich hier jetzt ein Korn-Stroh-Verhältnis von fast 1 zu 3 habe, beziehungsweise, sagen wir mal vorsichtig, 1 zu 2, und das muss eben alles durch die Maschine und das ist absolut leistungsrelevant. Da, wo Weltrekorde gefahren werden, könnt ihr euch mal angucken, wie kurz das Stroh da gespritzt wurde. Da ist das kein Wunder, ne, dass da mit den größten Maschinen irgendwo über 70 Tonnen pro Stunde realisiert werden. Das ist in der Praxis dann doch meistens nicht möglich. Um den Korntank zu entleeren, braucht man nichts weiter als das Abtankrohr ausschwenken und hier auf den Knopf zu drücken. Dann geben wir ein bisschen Gas und dann wird das Ding leer.